Weg ändern. Ja, wir werden heute mal ein wenig lernen, wie man Weichen stellt in einem Szenario. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig zu wissen, weil man das ja nicht immer so genau hinbekommt, wenn man mal irgendwelche Weichen stellen muss. Dieses Modul wird Ihnen näher bringen, wie man Weichen bedient, um den Weg, den ein Zug nimmt, zu ändern und wie man sich auf der Karte zurechtfindet. Ja, das halte ich für sehr interessant. Die meisten Strecken auf der Welt werden ferngesteuert von einem Stellwerk oder einem Fahrdienstleiter. Aus der Perspektive des Zuges heraus ist die Richtung voreingestellt. Aber innerhalb von Rangierbahnhöfen und Betriebswerken sind regelmäßigere und kleinere Bewegungen nötig. Dort sind ferngesteuerte Weichen unpraktisch. An diesen Orten werden die Weichen per Hand gestellt. Ja, und genau das ist heute unsere Aufgabe in diesem Trainingsmodul. Sie können die Weichen stellen, indem Sie dorthin gehen und mit ihnen interagieren oder indem Sie zur 2D-Karte wechseln und sie von dort aus stellen. Aber ich finde das per Hand eigentlich immer schöner. Sichern es hier erstmal Stellen ab. Sie die Weiche zuerst per Hand. Gehen Sie rüber und stellen Sie sie, indem Sie den Hebel benutzen. Sehen Sie zu, wie sich die Weichenzunge bewegt. Bewegen Sie sie noch ein paar Mal, bis Sie sehen, wie sie funktioniert. Ja, und da steht übrigens unser Zug, beziehungsweise unsere Lok, die wir heute benutzen, eine Class 66 TTC. Eine sehr, sehr schöne Diesellok, wie ich finde. Und wir werden jetzt hier erstmal unseren Auftrag erledigen. Und zwar werden wir diese Weiche hier stellen. So, sollen wir den Weichenhebel nach links? Zack, sehr schön. Habt ihr es gesehen? Bewegen Sie den Hebel wieder zurück. Auch das werden wir tun. Zack. Und bewegen Sie den Hebel wieder zurück. Das werden wir tun. Aber ich glaube, das sollte man eigentlich hinbekommen, ne? Es ist ja wirklich nicht schwer. Gehen Sie zum Zug und dann werfen wir einen Blick auf die Karte. Das werden wir tun. Ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Panorama hat was. Deswegen ich mal ein kleines Foto schießen. Sehr geil. So. Mal hier mal einsteigen. Leiter hinaufsteigen. Zack, da sind wir schon oben. Schließen wir mal die Tür. Dann werden wir uns mal in unseren Sitz setzen. So. Drücken Sie die Ansichtstaste, um die Karte zu öffnen. So, und jetzt hineinzoomen. Auszoomen, hineinzoomen. So, das ist unser Zug bzw. unsere Lok. So, was soll ich jetzt machen? Sollen wir jetzt die Weiche? Da ist der Fahrweg. Muss ich jetzt irgendwas verändern hier oder? Auf die Karte zugreifen. Stellen Sie sie so, dass Sie der hellblauen Linie folgen. Ach so. Dann wollen wir mal schauen. Das scheint funktioniert zu haben, oder? So, hier auch noch. Das scheint richtig zu sein. Sehr Ihre schön. Weichen sind korrekt gestellt. Setzen Sie den Zug in Bewegung und schauen Sie, ob es funktioniert. Wenn Sie nicht mehr wissen, wie man einen Zug in Bewegung setzt, können Sie das entsprechende Trainingsmodul wiederholen. Ja, ich denke, das sollten wir hinkriegen, ne? Lösen wir als Wir erstes müssen mal die den Bremsen. Bremshebel in der Lösenposition halten, um die Bremsen in diesem Zug zu lösen. Sie können den Status der Bremsen über die Bremsleitungsdruckanzeige in der Mitte überwachen. Halten Sie den Bremshebel in der Lösenposition, bis die Anzeige 5 Bar anzeigt und die Nadel nach oben zeigt. Dies wird die Bremsen vollständig lösen. Jetzt, da die Bremsleitungsdruckanzeige 5 Bar anzeigt, werden die Bremsen vollständig gelöst. Schauen Sie auf die Bremszylinderanzeige oder BC, die langsam gen Null geht. Dies zeigt Ihnen an, dass die Bremsen nun vollständig gelöst sind und Sie den Zug in Bewegung setzen können.
Ja, das haben wir erledigt, würde ich sagen. Dann können wir aufschalten, ne? Schalten Sie etwas Leistung auf, um den Zug in Bewegung zu setzen. Ja, das werden wir tun. Anlegen. km/h sollen wir erreichen. Das sollten wir eigentlich hinkriegen, oder? Mit unserer Class 66 TTC Diesellok. Ich glaube, noch ein bisschen mehr aufschalten, sonst wird es nichts. Mein Gott, hat die einen Motorsound. So richtig Bass, ne? So richtig dröhnend. Hört ihr das so? Das ist ja Wahnsinn. Wir müssen den Bremshebel in der Lösenposition halten, um die Bremsen in diesem Zug zu lösen. Sie können den Status der Bremsen über die Bremsleitungsdruckanzeige in der Mitte überwachen. Halten Sie den Bremshebel in der Lösenposition, bis die Anzeige 5 Bar anzeigt und die Nadel nach oben zeigt. Dies wird die Bremsen vollständig lösen. Die Bremsen sind ja vollkommen gelöst. So, was haben wir jetzt zu tun? Warten wir einfach mal ab, wa? Sag nicht, das Ding ist hängen geblieben. Halten Sie den Zug an, indem Sie den Bremshebel in die Anwendenposition bringen, bis die Bremsleitungsdruckanzeige in der Mitte des Führerstands 4 Bar anzeigt. Warten Sie, bis die Lokomotive vollständig zum Stehen gekommen ist. Das dauert aber ganz schön lange, muss ich sagen, oder? Was ein schönes Panorama, oder? Wahnsinn. Da raucht's. Da kommt der Diesel ab, die Dieselabgase raus. Wunderschön. So, wir stehen, würde ich sagen. Das hat funktioniert. So, und nun? Das beschließt dieses Modul. Ah. Alle Weichen im Trainingszentrum sind manuell. Sie können also überall hin, indem Sie die Karte nutzen und die Weichen per Hand stellen. Wenn Sie üben möchten, wechseln Sie zum Zu-Fuß-Erkunden-Modus im Trainingszentrum. Sie werden hier und dort Züge finden, mit denen Sie das Fahren üben können und die Sie im Rangierbahnhof umherbewegen können. Vergessen Sie nicht, dass Sie dieses Trainingsmodul wiederholen können, wenn Sie etwas nicht mehr wissen. Na geil. Auch das haben wir dann erfolgreich erledigt. Gold, sehr, sehr schön. Da seht ihr es, unsere heutige Lokomotive war eine Class 66 TTC. Und ja, das war es wieder mal von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Euer der Danny Spitters. Bye, bye.